Mercedes hat den CLS überarbeitet. Optisch bleibt die Modellpflege dezent, aber unterm Blech tut sich einiges und preiswerter wird er auch noch. Am leichtesten fällt das Facelift im Innenraum auf, der jetzt von einem großen freistehenden 8-Zoll Navigationsmonitor dominiert wird. Schließlich gibt es neben den vielen elektronischen Helfern aus der S-Klasse auch das Infotainment-System mit Online-Navigation und eigenem App-Store. Nur leider nicht das coole Touchpad auf dem Mitteltunnel. Schade. Außerdem gibt es ein überarbeitetes Lenkrad. Und erstaunlicherweise ist der neue CLS nicht teurer geworden, sondern günstiger. Mit dem Einstiegsmotor 220 BlueTEC mit 170 PS wird die CLS-Limousine künftig bei gut 54.000 Euro beginnen. Das sind knapp 6.000 Euro weniger als der bisherige Einstiegspreis. Dazu gibt es die neue 9-Gang-Automatik, die auch bei den beiden größeren Dieseln die Gänge schaltet. Der CLS 250 kommt mit 204 PS und der CLS 350 mit 258. Bei den Benzinern ist der 408 PS starke V8 im CLS 500 die Top-Variante. Darunter gibt es einen neuen CLS 400 mit einem V6 bestückt. Mit zwei Turboladern leistet der 333 PS. Dazu kommen zwei AMG-Modelle mit 557 und 585 PS sowie nun schon 6 Versionen mit Allradantrieb. Schon in Serie grundsätzlich mit LED-Scheinwerfern bestückt, gibt es im CLS aber auch die sogenannten Multibeam-Strahler für knapp 2.000 Euro Aufpreis. Die arbeiten zwar ebenfalls noch mit LED-Technik und klingen deshalb nicht ganz so spacig wie die Laserleuchten bei BMW oder Audi. Am Heck steckt die Leuchtgrafik hinter dunkleren Abdeckungen als beim Vorgänger. Neuerdings passen sich die Rücklichter den Lichtverhältnissen an, leuchten bei Helligkeit stärker und bei Dunkelheit schwächer. So sollen Fahrer hinter dem CLS bei Nacht weniger geblendet werden. Für knapp 2.000 Euro Aufpreis steht der CLS auch als Shooting Brake ab September bei den Händlern. Der verkauft sich, nicht zuletzt, weil er nicht in den USA angeboten wird, zwar lange nicht so gut wie das viertürige Coupé, aber schon rund 15.000 Exemplare seit 2012 sind für Mercedes Grund genug, es jetzt gleich nochmal zwei Klassen darunter zu probieren. Auf dem Pariser Autosalon im Herbst werden die Stuttgarter den CLA als Shooting Brake präsentieren.